Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Krastorio, meiner aktuellen Factorio-Serie. Und wie ich feststellen musste, hapert es uns manchmal hier an den Ressourcen. Das heißt, wir werden das angehen müssen. Eine Sache, die wir verbessern können, ist wahrscheinlich hier das Setup, denn die Erze, die kommen nicht bis ganz nach hinten durch, sodass wir nicht alle Chemiefabriken wirklich auch auslasten. Auf der anderen Seite geht uns wahrscheinlich auch das Kupfer bald zur Neige, denn das Feld hier, da ist nicht mehr allzu viel drin. Bei Eisen sieht es ähnlich aus, das heißt, wir werden hier ein neues Eisenfeld anschließen müssen. Wir werden das Kupferfeld anschließen müssen, da sind uns noch ein paar Aliens im Weg. Und wenn wir hier die Schmelze umbauen wollen, dann machen wir das gleich mal mit den elektrischen Öfen, denn da können wir auch noch Module reinpacken. Und das ist genau das Stichwort. Heute bauen wir Module. Und wenn wir schauen, wenn ich ein Dreiermodul bauen will, dann dauert das 15 Sekunden und die kleineren Module haben alle 15 Sekunden. Aber ich brauche immer 5 Module von der Vorgängersorte. Das heißt, wenn ich hier 15 rausbekommen will, dann brauche ich 5 Maschinen für die und 25 für die, und dann ist hier die Frage, wie viel Maschinen brauche ich für die Elektrobauteile, denn die Schaltkreise, die holen wir uns vom Band. Und weil ich das nicht im Kopf gerechnet habe, hier das Setup, wir brauchen 17 Maschinen hierfür. Und glücklicherweise haben wir ja schon diverse Setups hier für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das reicht fast aus. Wir kopieren das einfach mal. Etwas Platz lassen. Hier oben. Und nicht noch die Bäume wegmachen. Das sind 14. Das heißt, wir brauchen dann hier eigentlich noch 3 Maschinen. Dann sind wir bei 17. Und dann muss das Ganze einfach noch angeschlossen werden. Wir brauchen einmal Kunststoff. Wir brauchen einmal die Silikon. Und wir brauchen einmal Glas. Dann Strom. Dann schauen wir auch gleich, dass wir hier uns auch um
die Verschmutzung kümmern. So. Und dann brauchen wir hierfür brauchen wir noch Grüne. Grüne brauchen wir auch auf der anderen Seite. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gut. Das heißt, hier machen wir die. Und dann hier werden wir mal Eingang und Ausgang haben. Und den knicken wir dann kurz. Gut. Und hier auf der anderen Seite brauchen wir dann was zum Reinknicken. Und natürlich fehlt uns da noch Strom. Machen wir das hier auf dieser Seite. Dann hier brauchen wir grüne Schaltkreise. Auch hier werden wir uns damit abgeben müssen. Okay. Den Ausgang, das Band, machen wir in die andere Richtung. Denn hiervon brauchen wir dann nur noch 5 Maschinen. Da brauchen wir auch rote. Das ist wieder unser Ausgang.
kommen die Roten ran. Und dann hier. Die brauchen rote. Die brauchen davon. Und hier brauchen wir blaue. Gut. Hier noch eine Kiste hin. Et voilà. Das ist das Setup für ein mal Module. Das heißt, wir können das Ganze jetzt einfach mal kopieren. Und dann können wir hier die Produktivitätsmodule machen. Und dann fehlen uns nur die... Effizienzmodule, die wir dann auch noch an den Start bringen können. Aber von hier ist keine Hexerei mehr, sondern nur noch lästige Arbeit. Und die Produktion läuft. Hier haben wir fast schon einen vollen Stapel mit den Geschwindigkeitsmodulen. Hier haben wir auch ein paar Produktionsmodule. Da habe ich die den Output begrenzt, denn davon werden wir nicht ganz so viel brauchen. Und ich denke, von den Effizienzmodulen, da brauchen wir noch weniger. Meines Erachtens wahrscheinlich nur im Zusammenhang mit dem Bauen von Gerätschaften, denn gerade hier, da haben wir ein paar Dinge, wo wir Effizienzmodule drin brauchen. Das war's dann eigentlich auch schon für heute. Heute mal eine kürzere Folge nach der monsterlangen Folge von letztem Mal. Platziere hier mal noch ein Roboport, damit wir das was besser verbunden haben hier unserem Logistiknetz oben und unten. Und dann nächstes Mal werden wir schauen müssen, wie wir da mehr Rohstoffe rausbekommen. Sprich, mehr Erzfelder anschließen und hier die Verarbeitung ausbauen, so dass wir alle Maschinen auslasten und da auch volle Bänder rausbekommen. Und so wie es aussieht, mangelt es uns mit unserer Modulproduktion dann auch
an den Chips Produktionen und ich gehe davon aus, das liegt am fehlenden Holz, denn hier geht nicht ganz so viel durch. Aber wir können hier hinten ja einfach mehr Treibhäuser anschließen. Aber all das muss warten für eine künftige Folge. Für heute ist Schluss. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.